Und somit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Food Diary von mir. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe mir jetzt Frühstück gemacht, ganz easy peasy, ein Toast mit dieser geilen, leckeren Hagebutte-Marmelade. Ich glaube, im letzten Video habe ich die auch schon erwähnt, aber die ist so, so lecker. Genau, das werde ich jetzt zum Frühstück essen. Ein Kaffee habe ich schon getrunken. Und dieses Food Diary wird es auf jeden Fall spannend, weil wir gehen am Montag früh auf die Waage. Also bevor ich arbeiten gehe, normal wiege ich mich ja am liebsten immer freitagvormittags, weil halt Wochenende immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe jetzt montags angefangen, das heißt, es ist Montagswiegetag, da kann ich jetzt nichts machen. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt, ich bin es auch. Ich verrate mal so, es ist ein bisschen in die richtige Richtung gegangen. Mehr sage ich nicht, jetzt frühstücke ich erstmal, weil ich wirklich sehr großen Hunger habe. Und danach werde ich ein bisschen Video schneiden, genau. Heute steht auch noch ein Auftritt an, ein Stündchen müssen wir heute spielen mit der Stadtkapelle Bopfingen. Und ja, schauen wir mal, wie ich euch da mitnehmen kann, ob überhaupt, keine Ahnung, ob es dort was zum Essen gibt oder nicht, ich weiß es nicht. Ich werde es euch wahrscheinlich dann eher erzählen, weil da kann ich auf jeden Fall nicht filmen. Aber naja, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Essen wieder. Und somit guten Mittag. Ja, von Parmesan kann man ja nie genug haben. Und da freue ich mich jetzt mega drauf. Richtig, richtig tolles und schnelles Gericht. Genau. Während die Nudeln gekocht haben, habe ich Video geschnitten. Also von dem her keine Zeit verschwendet beim Kochen. Und vom Gesundheitsgrad ist es auch nicht so schlecht. Lecker. Seid ihr lieber Team Parmesan mit Nudeln oder Nudeln mit Parmesan? Oder mögt ihr gar keinen? Schreibt es mal ab in die Kommis, würde mich interessieren. Ich habe das, glaube ich, schon mal gefragt, aber inzwischen sind wir ja ein paar Abonnenten mehr. Deswegen schreibt es mal nochmal ab. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall voll mein Nachmittagsessen mir schmecken lassen und dann werde ich noch das Video voll fertig machen, hochladen. Und ja, dann werde ich heute, bis wir spielen, nichts mehr viel machen, weil ja, Wetter ist doof und Stimmung ist auch nicht so ausgewogen bei mir heute. Genau, deswegen werde ich heute einen ruhigen Tag machen, bis wir spielen gehen. Und beim Rest schauen wir weiter. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Upsi, ich habe es total vergessen, euch irgendwie mitzunehmen oder mich auch in meiner schönen Uniform zu filmen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Heute ist auch nicht so mein Tag, muss ich sagen. Ich bin heute ein bisschen demotiviert und ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber naja, nicht jeder Tag kann einfach gut sein. Ist halt einfach mal so, wir schlafen nachher und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber ja, sorry, ich habe es total vergessen. Es gab ein kleines Häppchen. Ich habe aber gar nicht so viel gegessen. Und zwar Baguettes mit geräucherten Lachs, genau, und Dill. Das habe ich gegessen, aber nur eins. Und dann sind wir auch schon wieder gegangen. Wie gesagt, ich habe heute ein bisschen so Kopfschmerzen und mir geht es nicht so gut. Und deswegen ja, sind wir dann auch wieder nach Hause. War aber schön. War ein Überraschungsständchen und er ist riesen James Bond Fan. Und da war auch alles geschmückt mit James Bond, also mit Gold. Und von Casino Royale hingen solche Karten an der Haustür, also war wirklich toll geschmückt. Und dann haben wir auch James Bond gespielt, natürlich ein schönes Potpourri. Mega, hat richtig, richtig Spaß gemacht, mal wieder so ein Konzertstück zu spielen. Nicht immer nur so das normale, ja, auch in einem Festzelt, sag ich mal. Ja, war wirklich cool. Und jetzt werde ich mal schauen,
Ich bin heute ja auch nicht so hungrig mehr, aber ich werde mir jetzt noch irgendwas Kleines zu essen machen und dann, genau, zeige ich euch das jetzt auf jeden Fall. So, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich nichts mehr Großartiges essen werde. Ich habe mir jetzt eine Banane aufgeschnitten und die Sea Salt Cracker von Wasa. Ich habe gerade eins getestet, die sind ja ultra lecker. Ich meine auch, ich hatte die schon mal. Also wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich mir auch mega gut, wie hier zu sehen, mit einem Dip oder so vorstellen. Ich habe jetzt leider nichts mehr so Großartiges im Kühlschrank, was ich nehmen könnte. Außer Frischkäse. Genau, deswegen werde ich das jetzt snacken, werde ich mir jetzt von Fernseher mitnehmen und dann den Abend genießen. Genau. Das war's dann auch für heute und wir sehen uns dann morgen wieder. So, it's Breakfast Time. Ja, es ist 11 Uhr oder dreiviertel 11. Also eigentlich eine gute Zeit für mich zum Frühstücken. Und I love it, ich sag's euch. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Food Diary habe ich das auch schon gefrühstückt. Und habe dazu gesagt, dass ich das in meiner Abnehmphase 2020 mega oft gegessen habe, weil es einfach ein gesundes Frühstück ist. Ist nicht zu aufwendig, man hat alles dabei und ja, einfach perfekt und da freue ich mich jetzt drauf, das essen zu können. Dann habe ich mir noch so Früchte nur in der Mikrowelle einfach warm gemacht und dann tunke ich das jetzt ein und genieße es einfach. Ultra lecker, ultra lecker. Also wenn ihr Pancakes mögt, dann müsst ihr die unbedingt nachmachen. Und wenn es dann endlich warm wird, dann kann ich mir das super mit einer Kugel Eis vorstellen und dann auf dem Balkon frühstücken. Lecker. So, ich habe mir jetzt nur was ganz, ganz Schnelles zu essen gemacht und zwar zwei Toast mit zwei Spiegeleier. Ich hatte jetzt irgendwie gar keine Lust, was Großartiges zu machen und deswegen dachte ich, das ist jetzt das Perfekte, weil ich hatte Lust auf Ei und ich hatte irgendwie Lust auf was Knuspriges und dann passt das doch sehr gut zusammen. Und genau das habe ich jetzt einfach so, dass ich nicht mit Messer und Gabel essen muss, sondern einfach nur rundeweisen. Genau so muss es sein. So, und zum Abschluss des Tages esse ich hier ein paar Brechbohnen mit Trauben und dann habe ich mir noch so ein Knäckebrot bereitgelegt. Das werde ich jetzt vorm Fernseher essen, weil nämlich das große Backen kommt, und zwar die Profis. Hat heute wieder angefangen, freue ich mich drauf und deswegen, ja, wünsche ich mir jetzt einen guten Appetit. Und somit einen wunderschönen guten Morgen, zumindest für mich. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht, aber für mich ist jetzt 4 Uhr, nee Quatsch, genau 5 Uhr. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier meinen Kaffee trinken. Mein Frühstück habt ihr ja schon gesehen. Und auf der Waage war ich auch.
Jetzt bin ich mir noch nicht mehr sicher, genau wie viel ich letzte Woche gewogen habe. Das werde ich dann auf jeden Fall beim Schneiden sehen. Aber es ist doch ein guter Erfolg, würde ich mal sagen. Oder ein sehr guter Erfolg. Zumindest für mich, für meine momentane Situation, wie es davor so abgelaufen ist. Also von dem her, I like. Finde ich super, freue mich riesig. Genau, aber jetzt bereite ich mich hier aufs Frühstück vor. Heute gehe ich wieder zur Massage. Freue ich mich auch schon mega. Und genau, sonst steht heute eigentlich nicht so viel an. Vielleicht gehe ich noch einkaufen, vielleicht mache ich das auch morgen, aber ich habe keinen Joghurt mehr. Aber ich habe noch Quark im Kühlschrank. Also heute oder morgen. Mal schauen. So, ich bin zu Hause und zur Feier des Tages gibt es heute eine halbe Pizza. Die andere werde ich dann morgen essen, weil wir wollen es ja nicht übertreiben. Und das Kilo, das ich jetzt abgenommen habe, gleich wieder zunichte zu machen. Genau, deswegen gibt es jetzt eine halbe Pizza. Ich freue mich mega. Ich hatte schon ewig keine mehr. Und genau, ich muss ja jetzt nachher nochmal zum Massieren. Dann geht's heute Abend ab in die Probe. Also, der Tag ist noch ein bisschen vollgepackt. Ich möchte noch ein bisschen Video schneiden und ja, ein paar Sachen vorbereiten. Ich habe morgen einen wichtigen Termin und ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, was für ein Termin das sein wird. Irgendwann vielleicht. Genau, ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal meine Pizza essen. So, da ist sie zurück aus der Probe. Ich habe jetzt ja nur noch die Trauben gegessen und gerade noch so ein kleines Karamellbonbon. Das war's jetzt aber. Jetzt ist es inzwischen schon 10:30 und es wird Zeit, dass ich jetzt ins Bett gehe. Wirklich, ich bin todmüde und richtig, richtig K.O. Und morgen, ja, geht's schon wieder weiter. Aber naja, egal, da freue ich mich auf jeden Fall morgen auf diesen Termin. Das habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Und ich werde jetzt auf jeden Fall schlafen gehen und euch wünsche ich auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video. Ciao!